Die Werke von Johann Sebastian Bach aufzunehmen und zu kombinieren mit zeitgenössischer Musik entstand schon recht früh. Ich das auch sehr wichtig finde, dass man eben gerade in der heutigen Zeit irgendwie auch mal schaut, was gibt es an zeitgenössischer Musik. Und die drei größten Werke, also die Hauptwerke auf der CD, sind sicherlich eben natürlich Bachs C-Moll-Toccata, dann eben die englische Suite, die sozusagen eigentlich fast das Herzstück der CD bildet, weil es irgendwie halt das größte und längste Werk ist, so 20 Minuten, und dann natürlich den Schlusspunkt mit Schostakowitsch, Präludium und Fuge, zu wählen. Also so war die Idee, und drumherum um die englische Suite eben die zeitgenössischen kleineren Werke zu ranken. Und ich fand es eben sehr schön, wenn man eben so mehrere kurze Werke wählt, dass die dann eben auch alle auf die CD passen, dass man eben einen Überblick und einen kleinen Einblick erhält in die unterschiedlichen Werke der Komponisten und Kompositionsstile. Fand ich es eben auch sehr spannend, eben einen chinesischen Komponisten dabei zu haben, wie Chao Yongchen, der wirklich aus einer ganz anderen Richtung kommt. Das ist jetzt im Vergleich die Gubadulina als russische Komponistin und Avo Pärt. Dann eben Herrn Reilly als sehr ausgefallenen Komponisten dabei, der durch die Dominanz der Rhythmik sicherlich da eine Brücke schlägt zum Barock und überhaupt allgemein die Minimal-Komponisten. Und dann wollte es der Zufall, dass ich dann noch auf das Stück von Dutilleux, Hommage à Bach, stieß, das auch zufällig in D-Moll steht und ich die Kombination hinten sehr, sehr schön finde. Also eben mit dem ruhigen Hommage à Bach, D-Moll, dann in das Präludium und Fuge zu gehen von Bach und dann eben abschließend D-Moll, Präludium und Fuge von Schostakowitsch. Und das einfach sehr, sehr spannend finde, diese Gegenüberstellung und die, eben die Brücke von zeitgenössischer Musik zum Barock zu schlagen.